Hallo, heute möchte ich mit euch mal kurz besprechen, was es mit IP-Adressen so auf sich hat. Bisher wurde ja im Wesentlichen die IPv4 verwendet. Mittlerweile kommt aber auch immer häufiger die IPv6 vor. Das wird aber ein extra Video. Schauen wir uns mal die IPv4 an. Die IPv4-Adresse ist im Endeffekt so aufgebaut. Bis zu drei Zahlen, dann ein Punkt, bis zu drei Zahlen, dann ein Punkt, bis zu drei Zahlen, dann ein Punkt. Und bis zu drei Zahlen. So schaut eine IP-Adresse aus. Eine, die ihr sicherlich recht gut kennt, ist 192.168. Das ist das, was ihr üblicherweise zu Hause in eurem Heimnetzwerk nutzt. Und ob es hier dann die 0 oder die 1 oder die 128 ist, na, das ist dann unterschiedlich, aber die 192.168, das ist üblicherweise die Heimnetzwerk-IP-Adresse. Ja, wo kommen jetzt diese IP-Adressen überhaupt her? Die fallen die vom Himmel? Natürlich nicht, sondern die werden von der IANA vergeben. IANA, die ist für IP-Adressen, Domainnamen, Ports und so weiter zuständig. Und da kann ich hier unter IP-Addresses mal nachgucken, dann sehe ich schon, die IANA teilt sich oder hat unterhalb von sich mehr Regionalgruppen. Für uns in Europa ist die RIPE zuständig. Das ist hier die RIPE. Und hier kann ich mir eben den IPv4-Adressraum anschauen. Und dann sehe ich halt zum Beispiel, dass alle IP-Adressen, die mit einer 1 beginnen oder eben 001, an APNIC vergeben wurden und alle, die mit 002 beginnen, gingen dann an die RIPE und so weiter. Und so wurden die IP-Adressen eben vergeben. Es gibt auch noch einige Altlasten. So wurde zum Beispiel die 012er an AT&T, einem amerikanischen Telefonkonzern, vergeben oder die 011er an das Department of Defense. Das ist das amerikanische Verteidigungsministerium. Auch Apple hat eine komplette Range, also man spricht eben hier von einer Range. Alles, was mit 017 beginnt, ist eine Apple-Nummer, 019 Ford. Also die Firmen, die halt früh dran waren, die haben sich eben auch ganze Adressräume gesichert. Irgendwo findet man sie auch Daimler, genau hier, 053 und so weiter. Also so kann man sich das eben vorstellen, eine IP-Adresse. Da hatten wir doch hier jetzt welche, neben der eine 207er. Dann brauche ich eben jetzt nur bei der RIPE nachschauen, zu 207 runterscrollen. Und dann kann ich schon sehen, dass diese eben an die ARIN gegangen ist. Der nächste Schritt wäre jetzt zur RIPE zu gehen oder zur ARIN, um dort zu schauen, wem wurde diese IP-Adresse weitervergeben. Das gibt aber auch andere Dienste wie Central Ops, wo man praktisch einfach diese IP-Adresse eingeben kann. Na, nehmen wir doch mal gerade diese hier. Und da ist es egal, da muss ich jetzt nicht wissen, an welches regionale Organisation das vergeben wurde. Der fragt einfach alle ab und liefert dann hoffentlich auch gleich ein Ergebnis. Und dann sehe ich eben, dass diese eben von der ARIN verwaltet wurde und an eine Organisation namens AGIS aus Washington vergeben wurde. Und der nächste Schritt wäre jetzt halt, dass ich dann AGIS frage, wer ist das und so weiter. Und dann könnte ich eben herausfinden, wer diese IP-Adresse verwendet hat. Früher war das recht offen. Inzwischen seit der DGSVO bzw. der Europäischen Datenschutzrichtlinie geben diese WHOIS-Daten nicht mehr viel her. Wer hat jetzt die Möglichkeit heraus, jetzt noch weiterzugehen, als nur zum Beispiel den Telefonanbieter wie Vodafone oder Telekom herauszufinden? Ja, da ist natürlich ganz klar, Sicherheitsbehörden haben die Möglichkeit, Anfragen zu stellen, wer eine IP-Adresse genutzt hat. Da ist jetzt eine Änderung eingetreten. Bisher war es der Paragraph 113 TKG, jetzt ist es der Paragraph 174 und da steht
sehr detailliert drin, wann und unter welchen Voraussetzungen welche Dienststelle, also Polizei, Zoll, was weiß ich, hier Abfragen machen kann. Als Journalist bin ich an der Stelle eigentlich raus. Auch als Normalbürger habe ich keine Möglichkeit, hier jetzt weiterzukommen. Möglichkeiten gibt es noch für die Urheberrechtsindustrie dort. Die können nach dem Paragraph 101, wenn ich das richtig verstanden habe, können die auch Anfragen stellen. Wenn sie eine IP-Adresse haben, müssen da aber vor sich eine richterliche Anordnung einholen. Ja, was kann ich jetzt mit der IP-Adresse noch machen? Nun, ich hatte es euch ja mal schon in einem anderen Video gezeigt zum Thema Geolocation. Ich kann zum Beispiel mit der MaxMind GeoIP Database Demo eben nachschauen, wo in welcher Region wurde das vergeben, sodass ich halt sagen kann, okay, diese IP-Adresse ist mit hoher Sicherheit in Brasilien und von der Örtlichkeit her im Großraum São Bernardo benutzt worden. Laut MaxMind eine in dem Fall wohl recht genaue Angabe. Ob da 5 Kilometer oder 15, das spielt da wahrscheinlich gar nicht so die Rolle. Aber so in dem Großraum wird diese IP-Adresse genutzt sein. Natürlich kann eine IP-Adresse auch missbraucht sein. Das heißt, jemand anders hat sich über diese IP-Adresse wohin verbunden. Und die eigentliche Person sitzt also ganz woanders. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Aber solche technischen Ermittlungen sind halt schwierig, wenn man schon an solchen Auskünften oder an solchen Informationen scheitert, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, eben herauszufinden, wo jetzt genau diese IP-Adresse verwendet wurde. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick in Ermittlungen zu IP-Adressen geben und wie das zusammenhängt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.